gesagt, wir wollen losrocken. Willkommen zum Hardtalk Podcast. Folge 29. Folge 29. Bei uns ist heute ein bisschen live chaotisch. Ohne Farbe. Ja, bei uns ist heute chaotisch. Ja, soll ein bisschen ankommen. Wir haben uns jetzt nur den Tisch freigeräumt und um uns herum steht unser Leben. Ja. Zumindest steht das Klo nicht mehr in der Mitte des Raums. Aber sonst. Aber es wäre witzig. Es wäre witzig. Es war witzig, als es da stand. Ja, das stimmt. Sollen wir zum Ankommen einen kleinen Check-in machen? Willst du in drei Worten sagen, wie du dich heute fühlst? Man könnte meinen gestresst, aber eigentlich sehr aufgeregt, was jetzt kommt in zwei Tagen. Abenteuerlustig und ja, ganz zufrieden eigentlich. Schön. Und du? Aufgeregt. Freudig. Dankbar. Das klingt auch gut. Ja, wir haben schon einige Kisten in den Keller getragen und einige, die Toilette durfte schon in den Bus einziehen, weil es am Freitag losgeht. Also wir haben nur noch morgens, ich merke schon wieder, darf wieder über mich lernen, dass ein bisschen Druck mir gut tut. Nee? Ja, so ein bisschen ist nicht schlecht. Ein bisschen ist nicht schlecht. Also es muss jetzt nicht so viel sein und auch nicht ständig, aber ich fühle mich heute unter anderem... So eine Betriebstemperatur. Ah, Betriebstemperatur, auch schön. Ja. Ich fühle mich auf jeden Fall zielstrebig heute auch. Betriebstemperiert. Guck mal, schon Pesto gemacht, wir sind am Brotbacken, plötzlich funktionieren alle Sachen nebeneinander, die sonst irgendwie... Hintereinander gemusst haben, ja. Oder gedurft haben, ja. Wobei ich jetzt auch nicht so ein Fan bin vom absoluten Multitasking, aber es ist trotzdem beeindruckend zu sehen, wie viel dann, oder faszinierend, wie viel dann auf einmal möglich ist, wenn man möchte und ein Ziel hat. Ja. Das anyway. Bringt uns vielleicht auch gleich zu unserem heutigen Thema, weil das ist nämlich der Grund, warum wir das alles so gut können. Breathwork. Wir wollen heute über Breathwork sprechen. Breathwork. Ja. Excited. Oh, da ist jemand gut gelaunt. And I just can't hide. Nein, jetzt mal for real. Breathwork hat uns die letzten Monate, viele Monate schon jetzt begleitet. Ja. Und wir finden es einfach, und das ist ja auch ein Bestandteil unseres neuen Projekts, denn auch Menschen Tools näher zu bringen oder Dinge näher zu bringen, die einfach im Alltag helfen können. Und wir sind ja selber immer super offen dafür, neue Dinge auszuprobieren, in dem Wunsch, unseren Alltag so bewusst und achtsam wie möglich zu gestalten. Und so gut wie möglich die Herausforderungen des Lebens zu navigieren. Ja. Und gerade in letzter Zeit haben wir, glaube ich, auch, oder eigentlich ist mir auch gestern so, eigentlich ist schon seit wir zusammen sind, gab es viele Herausforderungen. Ich glaube einfach, weil der Moment, wo wir zusammengekommen sind, auch mit vielen Themen zusammengefallen. Also einmal so eine neue Kalibrierung von uns als Menschen und von uns als Paar und wie wir unser Leben leben möchten. Also ich glaube, wir haben uns nochmal sehr, und auch dadurch, dass wir so schnell geheiratet haben und uns da auch intensiv damit auseinandergesetzt haben, was unsere Werte sind und was ein Leben, ein gemeinsames Leben für uns als Paar bedeutet und wie wir das gestalten wollen, hat auf jeden Fall viele Dinge so, ja, wo wir gemeinsam angefangen haben, eine Basis zu bauen, finde ich auch einfach super spannend, weil ich denke, da redet man eigentlich so nicht drüber, weil oft passiert das halt einfach so, man ist zusammen und die Dinge ergeben sich, aber es ist halt einfach so, man schafft ein neues Fundament gemeinsam und viele Dinge, man bringt ja die Dinge aus seiner Familie mit oder aus vergangenen Erfahrungen und dann muss man schauen, was bleibt, was geht und so weiter. Anyway, auf jeden Fall war die letzte Zeit auch wieder sehr aufregend, gerade auch jetzt hier in Berlin zu sein und neue Projekte und miteinander arbeiten. Und Breathwork ist eigentlich immer was uns dann, oder mir geht es so, dass mich das sehr ankert und sehr zurückbringt in meinen Körper, weil ich dazu tendiere, schnell im Kopf verhaftet zu sein, obwohl ich eigentlich ein sehr intuitiver Mensch bin. Und dann zu vergessen, mich selber zu fühlen und mich selber zu fragen, wie geht's mir gerade, und mal runterzufahren und langsam zu machen. Und weil ich dann denke, es muss immer alles so schnell, schnell, schnell gehen. Und ja, Breathwork ist einfach geil. Man kann es nicht anders sagen. Ja, oder wie siehst du das?
Ja, ja, gerade letzte Zeit war, finde ich, ziemlich herausfordernd. Und das hat sich dann bei mir auch so manifestiert, dass ich irgendwie Schulterschmerzen hatte, dass es Rückenschmerzen, das ist alles so, das Gewicht auf den Schultern, wie man so schön kennt, das war bei mir wortwörtlich zu spüren und das ist sehr unangenehm. Und irgendwann hat dann Josephine gesagt, ganz ehrlich, mach doch mal wieder Breathwork. Ich habe doch, weil wir hatten das wir haben das angefangen in Portugal, als wir dann schon im Haus waren. Und ja, als wir zurückgefahren sind und seit wir jetzt dann unsere Routine dann nicht aufrechterhalten haben, als wir bei den Eltern waren und jetzt dann hier, habe ich es zumindest für mich auch nicht mehr so richtig geschafft, auf den Zug wieder aufzuspringen. Und das hat sich dann natürlich direkt gezeigt irgendwie, zumal auch einfach viel los war. Und Josephine hat mir dann eine Audio-Meditation gekauft, mit einem Breathwork-Pattern, also quasi mit einer Art, wie Breathwork möglich ist. Und ich habe danach sofort gemerkt, wie der Schmerz aus der Schulter ging. Und dann, das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, eindrücklicher geht es nicht, wenn das dazu beiträgt, dass ich wieder mich wohler fühle, mich ausgeglichener fühle, weniger Druck verspüre, weniger Schmerzen in der Schulter habe. Das ist 20 Minuten am Tag oder eine halbe Stunde immer wert. Auf jeden Fall. Immer wert. Ist auch auf jeden Fall was, wo ich ganz persönlich merke, dass es was ist, was ich unter anderem raus in die Welt tragen möchte, weil ich das so wichtig finde, dass wir lernen, mit unserer Atmung auch zu arbeiten, vielleicht bevor wir auch weiter in unsere eigenen Erfahrungen einsteigen und welche Art von Breathwork wir schon ausprobiert haben, fände ich es vielleicht auch spannend, nochmal zu sagen, was Breathwork eigentlich bewirkt, weil es gibt ja auch unglaublich viele Studien mittlerweile darüber, inwiefern sich Breathwork positiv auf den Körper auswirkt. Man kann ja auch Atemübungen sagen, wenn du jetzt noch nie davon gehört hast. Im Yoga sagt man auch Pranayama, wobei das auch ein bisschen irreführend sein kann, weil Prana ist ja die Lebensenergie und die Atmung ist eigentlich nur das Medium. Also oft wird Pranayama übersetzt mit Atemübungen, aber eigentlich sind es Energieübungen und die Atmung ist das Medium. Aber das ist eigentlich sehr treffend und bezeichnend. Also korrekter ist es eigentlich so, weil was die Atemübungen bewirken, ist ein Energiefluss, der, also, ja, wie gesagt, Pranayama ist für mich eine sehr, sehr treffende Beschreibung, was da eigentlich passiert. Und das ist nicht nur einfaches, normales Atmen. Und viele Menschen sagen, naja, ich atme ja jeden Tag. Aber das, man kann natürlich, genauso wie man schnell oder langsam läuft, intensiv atmen oder flach atmen. Und das ist das, was wir heutzutage so sehr aufgrund des ganzen Stress und Drucks uns angeeignet haben, eigentlich flach zu atmen. Und da steckt eigentlich die ganze Krux. Ja, die meisten Menschen atmen halt sehr flach in den Brustkorb und nicht mehr in den Bauch. Ja. Und eigentlich ist es ja, oder das, Stefan lacht jetzt gerade, weil ich mir jetzt demonstrativ so dahin gefasst habe und wahrscheinlich dabei meine Brüste sanft angehoben habe. Das wirkt als Push-Up auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, ich bin eigentlich da drauf gekommen. Ich habe nämlich vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren schon mal einen Kurs gekauft bei Deepak Chopra, wo ich das ein bisschen näher lernen wollte. Und weißt du auch warum? Weil ich gemerkt habe, dass ich als den Eindruck hatte, ich konnte nicht richtig tief einatmen. Das hat in irgendeiner Stelle blockiert und ich habe das Gefühl gehabt, ich kriege nicht genug Sauerstoff. Und es hat mich richtig so. Und dann habe ich immer versucht, noch tiefer einzuatmen und es hat nur noch mehr Panik kreiert. Und durch das kontinuierliche Arbeiten jetzt mit der Atmung und durch das Breathwork habe ich mehr und mehr gelernt, dass einfach wirklich Verspannungen im Körper sitzen, gerade auch im Brustkorb zwischen den Rippen und so, die man wirklich rausatmen kann. Also letztendlich lehrt uns Breathwork ja, dass wir, oder ist ein Tool, ein Werkzeug, mit dem wir lernen können, unser Leben in dem Moment zu verdauen, in dem es passiert, statt Erfahrungen, die wir nicht sofort verarbeiten können, im Körper zu speichern. Also klar, wir machen vielleicht morgens eine halbe Stunde Breathwork, aber unterbewusst löst sich da halt was. Also ich habe das auch gemerkt, als ich jetzt wieder angefangen habe, die allererste Breathwork-Meditation ganz tief in den Brustkorb einzuatmen, hat fast wehgetan, weil sich dann die ganzen negativen Energien und Gefühle, die sich da angesammelt haben, wie so Ablagerungen quasi, dass die aufgebrochen sind. Das war wirklich so krass. Also Scott Schwenk ist jemand, bei dem wir das auch jetzt in letzter Zeit sehr intensiv oder mit ihm gemacht haben.
über den Kurs und er sagt das halt auch, aber ich, also so direkt spürbar das zu erleben, das ist so krass, das finde ich, keine Ahnung, ist super schwer in Worte zu fassen, wenn man es nicht gemacht hat irgendwie. Man fühlt sich einfach extrem lebendig und mit allem verbunden und in absoluter Liebe irgendwie und Einheit und vielleicht auch ganz anders als viele denken, dass ich das anfühlen müsste, die das noch nicht erlebt haben. Und was ich daran auch so schön finde, ist, ich meine, ich glaube absolut an Energien und an die Qualität unserer Gedanken und an all das. Ich finde, Breathwork ist für viele halt auch ein sehr, sehr schöner Einstieg, weil es eben auch diesen Aspekt hat, dass es für mich ist das ganz logisch, ja, wenn ich Stress habe und ich beiß zum Beispiel den Kiefer aufeinander oder ich merke richtig, meine Brust wird eng oder ja, oder vielleicht der Hals ist angespannt, weil ich Dinge zurückhalte und richtig merke, wie sich das körperlich manifestiert. Und durch das tiefe Atmen was wir meistens machen, ist Diaphragmatic Breathing, was eigentlich langsame Bauchatmung bedeutet. Und das gibt's ja auch, das kannst du ganz unterschiedlich machen. Manche sagen, man soll es nur über die Nase machen, andere machen es nur über den Mund, andere kombinieren es, die einen machen eine zweistufige Atmung, dass man erst in den Bauch atmet. Einstufig. Ja. Und das, was dann passiert, ist, dass der Vagusnerv stimuliert wird und der Vagusnerv die Übersetzung heißt eigentlich wandernder Nerv und eigentlich sind es zwei Nerven auf jeder Körperseite eine. Mhm. Und dieser Nerv ist eigentlich mit. Der zieht sich eigentlich komplett durch den Körper durch, vom Kopf bis. Vom Kopf an, also vom Gehirnansatz bis ganz. Welche Organe sind alle? Ich glaube, Leber, Herz auf jeden Fall, Lunge, Leber, Darm. Stimmt, irgendwas vergessen. Also eigentlich alle wichtigen Organe sind mit dem Vagusnerv verbunden und bewusste Atemübungen führen halt dazu, oder der Vagusnerv ist auch dafür zuständig, Herzrate zu regulieren. Das heißt, eigentlich ist der Vagusnerv wie so ein Sensor, der wahrnimmt, wie unsere Lunge sich hebt und senkt. Und je nachdem, wie schnell das geht, sendet der Vagusnerv eine Information an das Gehirn und sagt, hey, Panik, Fight-Flight-Modus oder hey, du darfst dich entspannen. Genau. Und deshalb ist es halt einfach, und Entspannen ist einfach das Beste, was wir tun können, weil dann. Man muss sich nochmal überlegen, wenn der Blutdruck hochgeht, das belastet natürlich die ganzen Gefäße und das führt meistens dazu, dass dann irgendwelche Folgeerscheinungen wie Herz-Kreislauf-Geschichten und sowas im Alter kommen. Und deswegen sind auch viele Sportler werden deutlich älter, weil sie halt intensiver atmen durch den Sport. Deswegen ist ja auch, also das hängt ja alles zusammen, das ist ja das Spannende eigentlich auch am Breathwork. Oder generell am Vagusnerv, der so das zentrale Element ist, weil klar kann man Breathwork machen, man kann auch intensiv Sport machen. Yoga ist eigentlich Atmen bei jeder Übung. Ja. Tiefes Einatmen, tiefes Ausatmen. Ja, Meditation, da geht es nur eigentlich um die, also nicht nur um die Atmung, aber die es Atmung ist trotzdem. Ist aber immer das Medium eigentlich. Es ist immer das Medium, ja, deswegen passt es ja auch so gut mit dem Pranayama. Ja. Und es wird auch oft, also man spricht häufig vom Vagus Tone oder Vagus Ton und das ist quasi eine Schwingung, mit der der Nerv operieren kann. Und wenn man eben eine niedrige Schwingung hat, eine flache Atmung, sich unwohl fühlt, sich eng fühlt, Druck auf der Brust, das ist eben eine niedrige Schwingung und es gibt auch hohe Schwingungen. Darf ich da rein kurz reingehen? Ja. Weil die niedrige Schwingung ist auch, wenn man einen niedrigen Vagus Ton hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, beispielsweise so Krankheiten oder Depressionen zu bekommen. Schlechtes Immunsystem. Angst, Zustände und so weiter. Auch Ausschläge, Schuppen und so weiter und so fort. Und das kann man eben beeinflussen, den Ton, wie auch immer. Weil den Ton kriegt man von der Mutter mit, bei der Geburt. Aber es heißt nicht, dass man bei dieser Version bleiben muss. Mhm. Deswegen, wie gesagt, mit Breathwork, Sport, jegliche Art von intensiverer Atmung führt dazu, dass der Vagusnerv stimuliert wird und damit auch alle Dinge, die mit ihm verbunden sind, wie du schon gesagt hast, Herz, verschiedene Organe, das Hirn im Sinne der Gedanken, dass die dann auch abnehmen und dieses ganze Gedankenkarussell. Also es ist echt eine coole Sache. Gibt es echt einige Studien zu. In den USA wurden gerade viele gemacht, aber auch hier in Deutschland. Und da kann man sich echt mal im Internet auch verlieren zu dem Thema, weil das sehr, sehr komplex auch ist.
Also da könnten wir jetzt auch ausufern, deswegen bleiben wir mal da. Aber das Schönste und Simpelste finde ich eigentlich auch, wie Wim Hof das macht. Vielleicht kennt das der ein oder andere, die ein oder andere von euch. Das ist ja ein Niederländer, der in den USA sehr erfolgreich ist und einige Rekorde aufgestellt hat im Sinne des Eisbadens und Kaltduschens und solche Geschichten. Und ist auch Extremsportler, der mit kurzer Hose auf den Kilimanjaro, da war er auch schon, aber K2 oder Everest oder sowas hochsteigt. Und einer seiner drei Dinge ist neben dem Mindset und der Kälte ist eben die Atmung. Und bei ihm ist es nur an sich 30 Mal tief einatmen und dann so ein bestimmtes Muster, das er da abfährt. Sehr, sehr simpel. Aber er sagt auch, wie fühlt ihr euch denn, wenn ihr unter eine kalte Dusche springt? Das Erste, was man macht, ist atmet ein, weil es kalt ist, weil es so eine Schockgeschichte ist. Aber das ist der natürliche Reflex vom Körper eigentlich, die Atmung, die tiefe Einatmung, weil da das Leben dann passiert. Und das hat ihn so fasziniert, als er jung war, irgendwie 16 oder so, dass er sich das weiter erforscht hat. Ja. Und das fand ich so beeindruckend. Also kam ich nie drauf, drüber nachzudenken, dass wenn man kalt in eine Dusche steigt oder in kaltes Wasser springt und man atmet dann so tief und hat dann also man kann das fast gar nicht aufhalten, dieses tiefe Einatmen. Und da steckt aber eigentlich auch schon wieder der Vagusnerv drin, der versucht da, das irgendwie alles zu regulieren und am Leben zu halten. Das ist super spannend. Und das ist auch das macht man ja nicht nur, also klar, das ist ja das Schöne daran, du kannst entweder bei Wim Hof jetzt beispielsweise 30 Mal tief atmen und dann hältst du die Luft an und dann atmest du aus und dann ist es cool, weißt du, und du hast vielleicht 2 Minuten damit verbracht. Oder du kannst es 5-mal wiederholen und kannst damit in eine tiefe Meditation gehen und einsteigen. Oder du atmest einfach 1-mal tief in den Bauch, weil das ist ja dann letztendlich, das schlägt ja dann die Brücke. Ja, du kannst dir so viel Zeit nehmen. Am Anfang fängst du vielleicht an mit einem Atemzug. Und auch desto mehr Zeit, mir geht es so, wenn ich morgens mit Breathwork starte, denke ich tagsüber viel eher daran, mal einen tiefen Atemzug zu nehmen. Und immer wenn ich daran denke, einen tiefen Atemzug zu nehmen, bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass ich weniger reaktiv bin, wenn wir zum Beispiel vielleicht aktuell in unserer Beziehung eine angespanntere Situation haben, weil so viele unsichere Konstanten sind, dass wir vielleicht uns gegenseitig öfter angehen, aber sobald ich mir Zeit dafür gebe und so in den Tag starte oder den Tag so beende, merke ich schon, wie ich im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur mehr Raum in meinem Körper, in der Lunge habe, sondern auch mehr geistigen Raum, um runterzufahren, nicht gleich meine gängigen Muster abzuspielen, wo ich vielleicht dann wütend werde oder frustriert oder genervt oder sonst was, sondern einmal tief durchzuatmen und auch dran zu denken, das ist ja das Ding, ja, dass das Durchatmen hilft, das ist ja auch eine Volksweisheit, aber wie viele Menschen denken wirklich dran, mal tief durchzuatmen. Und gerade die Wim Hof Methode, also wir machen ja super gerne Scotch Wank, das ist, wir haben ja auch, glaube ich, schon von der Plattform Commune erzählt, auf der wir da verschiedene Kurse schon ausprobiert haben und Scotch Wank begleitet, der hat aktuell so ein 5-Tage-Programm, bald kommt noch Neues raus, bin ich sehr gespannt drauf und wir machen das einfach in Dauerschleife. Das ist der Hammer, also wir haben das teilweise wochenlang. Kann man ja auch immer wieder wiederholen, manchmal bricht es halt ein, weil dann irgendwas ist, weil du musst dir halt wirklich eine halbe Stunde morgens dann Zeit nehmen und wenn wir halt nicht gemeinsam aufstehen und so, dann ist manchmal so ein bisschen so ein Break drin. Ja. Aber deshalb finde ich halt die Wim Hof Methode auch so super, weil mir hat es halt total geholfen, in meiner Routine drinnen zu bleiben, weil ich dann einfach morgens dreimal diesen Cycle gemacht habe von 30 Breath. Und ein geiler Tipp, den ich da entdeckt habe, ist einfach die Wim Hof App, weil da kannst du dir diese Breathing Bubble einfach anmachen und wenn du möchtest, dann führt er dich sogar da durch und du kannst die so oft machen, wie du möchtest, indem du einfach mit deinem Finger tappst und das ist eine super Möglichkeit, das einfach auf eine einfache Art und Weise in den Alltag zu integrieren. Und das ist so kraftvoll, also ich kenne sehr wenige Dinge, die mich so nachhaltig positiv beeinflusst haben. Da sind auch schon viele Tränen geflossen, aber wir haben auch schon hart gelacht. Ja, da ist echt alles dabei und Scott Schwenk sagt auch so schön, die Atmung trifft dich immer da, wo du gerade stehst. Ja. Und das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, ob man holt jetzt... Holt dich da ab, ja. Ja, es holt dich da ab und es wirkt auch noch nach. Das heißt also, wenn man Breathwork macht und denkt jetzt, heute war irgendwie gefühlt nicht so viel los, weil irgendwie auf körperlicher Ebene nicht so viel passiert ist, heißt das lange nicht, dass mich das nicht noch mehrere Tage teilweise begleitet oder alte Glaubenssätze, die ich irgendwo tief im Unterbewusstsein vergraben habe, dass die wieder hochkommen und ich sie mir anschauen kann. Ja, aber dann anders auch mit umgehen kann. Das ist ja auch die Geschichte, dass es triggert nicht die Sachen, sondern es hilft beim Verarbeiten. Ja. Und das ist
man kann so ein bisschen sich das vorstellen, oder die Hundebesitzer kennen das vielleicht, wenn Hunde in einer Stresssituation sind, dann schütteln sie sich. Und das ist eigentlich, und atmen auch in diesem Zuge auch. Und das, damit bauen sie halt den Stress ab. Das ist was ich kenne niemanden, der sich schüttelt, wenn er sich gerade geärgert hat oder gerade aus einem Streitpunkt. Sollten wir vielleicht viel öfter tun. Deswegen ist auch Tanzen so heilsam, aber eben auch das Atmen. Und das ist so ein sehr anschauliches Beispiel, was wir eigentlich nicht machen und was sich dann als Ablagerung quasi an unserem Körper sammelt. Und dann haben wir schlechte Laune, wir sind müde, wir sind depressiv, wir sind unproduktiv, wir prokrastinieren. Ich habe viel mit Schuppen früher zu tun gehabt, das ist jetzt komplett weg. Also das sind, ja, ich finde, Google hat dazu Studien gemacht bei Search Inside Yourself über das Atmen und was das eigentlich für Auswirkungen hat auf die Entwicklung der Haut. Also es ist Wahnsinn, was eigentlich nur in der Atmung steckt. Und jetzt stellt man sich mal vor, man kombiniert das noch mit einer Yoga-Praxis, mit einer Meditation, mit einem gesunden Essen. Das war das Wundermittel. Ja, nicht nur das, sondern ich glaube, es ist so schön, wie so ein Lego-Haus zusammenzubauen. Jede Bausteine helfen dir dann am Ende des Tages, für dich genau das Richtige zu finden, was dich nicht nur durch den Tag bringt, sondern dein Leben auch verändert. Für mich stelle ich mir das gerade, wo du das jetzt so erzählst, stelle ich mir das dann auch für mich so vor wie so ein... weißt du, mir kommt das Bild von so einem Baum. Für mich ist Breathwork, Yoga, Meditation, das ist so der Stamm. Ja. Und alle anderen Dinge, sowas wie mit Glaubenssätzen arbeiten, Vision Boards, Coaching, all diese Dinge, das sind quasi die Äste, die das unterstützen, weil wenn dann diese Sachen, und das ist, glaube ich, auch, das muss man sich auch ein bisschen bewusst machen, natürlich ist Breathwork etwas, was uns Leichtigkeit schenken kann, aber man muss sich auch bewusst sein, dass es auch erfordert, dass ich bereit bin, mir gewisse Dinge anzugucken, weil Breathwork macht nicht nur den Tag ganz wunderbar, sondern es löst halt Dinge, die dann auch hochkommen wollen, um angeschaut zu werden. Ja. Und das ist einfach, weil letztendlich alles, was wir an Glaubenssätzen haben, an Schmerzen gespeichert haben, das waren ja alles mal traumatische und viele stoßen sich ja an diesen Begriff des Trauma. Oh mein Gott, das muss was ganz Schlimmes sein. Nee, wir haben alle schon in jeglicher Form kleine Traumata erlebt. Das ist auch Teil des Lebens einfach. Ja, und das gehört einfach dazu. Aber oftmals sind es halt Dinge, die wir, wie ich das vorhin schon gesagt habe, nicht direkt verarbeiten konnten, die dann geknüpft sind an Gedanken. Also letztendlich eine körperliche Reaktion in Kombination mit einem Gedanken. Und wenn wir dann Breathwork machen, das kann ja bei Yoga auch passieren, ja, man sagt ja nicht ohne Grund, dass beispielsweise Hüftöffner sehr emotional machen können, sehr viele Dinge hochbringen können. Macht's auch. Dann kann ja zum Beispiel Coaching oder weiß ich nicht so, Arbeit mit Glaubenssätzen kann dann ja total hilfreich sein, um dann damit umzugehen, was da so hochkommt. Und das Sharing Circles, wo man die Sachen dann sich von der Seele reden kann und den sicheren Raum hat, gehört und verstanden zu werden. Ne? Also ja. Das... deswegen wird es auch ein Riesenteil sein von unserem Projekt, was wir jetzt starten. Breathwork und wie man das macht und was wir für Erfahrungen gemacht haben. Ich meine, wir waren auch bei Eva Katsche und haben Psychedelic Breathing gemacht. Mhm. Das war auch sehr intens, sehr, sehr intens. Ja, aber es hat alles seinen Reiz und ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich über das Thema Breathwork nachdenke, weil ich weiß, wie sehr es mich, also... Wie das Teil des Lebens geworden ist und was das für einen Impact, was für eine Auswirkung hat. Das ist wirklich unfassbar. Ja. Krass. Das ist krass. Ja, also mir als jemand, der früher oder auch nach wie vor sehr impulsiv sein kann, sich schnell angegriffen fühlt oder manchmal sich nicht anders zu helfen weiß, als laut zu werden, ist Breathwork einfach so ein Geschenk, weil es mir mehr und mehr hilft, durchzuatmen, ruhig zu bleiben und mir in dem Moment... Kann ich aus erster Hand bestätigen. Mir in dem Moment auch bewusst zu werden, was fühle ich eigentlich gerade, was möchte ich eigentlich gerade ausdrücken. Klappt natürlich nicht immer, aber das ist ja das Ding, wir dürfen beobachten, wie es immer besser klappt und es gibt ja auch so die Pause, bevor man reaktiv denkt. Ja. Oder reaktiv handelt vor allen Dingen auch. Und absolut viel, viel mehr Präsenz auch mit anderen Menschen, weil man viel schneller merkt, auch in sozialen Settings, die jetzt vielleicht gar nicht so triggernd sind, wie das mit dem Partner oder der Familie sein kann, wirklich bei dem anderen zu bleiben, statt den eigenen Gedanken hinterherzuhängen oder was man jetzt selber für eine Meinung hat, gerade aktuell zu dem, was da gerade gesagt wird und einfach präsent und fokussiert zu bleiben. Und ich denke, das ist etwas, was unser Leben
extrem bereichert, Fokus und Präsenz zu haben, weil dadurch merken wir auch mehr und mehr, was sind die Impulse, was will ich mit meinem Leben machen, was für Gefühle lösen gewisse Dinge in mir aus und dann ja, danach zu leben und zu handeln. Ja. Okay. Also Breathwork ist auf jeden Fall geil und das sollten wir alle einmal tief durchatmen. Viel besser. Ja. Und auch einfach mal laut ausatmen. Oder? Auf jeden Fall. Oh, Entschuldigung. Das war der Pre-Klong. Ja. Bis zum nächsten Mal. Vielen Nehmt Dank. Euch mehrere Atemzüge mit. Ja. Intensive Tiefe. Und ein Lächeln nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.